als wir uns in der Stadtkirche, insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, überlegt haben, einen digitalen Adventskalender zu gestalten, war natürlich die Frage nach dem thematischen Rahmen zu beantworten. Ein Leitgedanke war dabei, diejenigen, die einen Adventsimpuls vorbereiten, zu bitten, darüber zu berichten, was Weihnachten für sie persönlich bedeutet. Diese Frage hat mich nicht losgelassen und ich habe fast täglich darüber nachgedacht. Und dies nicht in dem Sinne, welche schönen Gefühle ich mit Weihnachten in meiner Kinder- und Jugendzeit verbinde, sondern schon eher sehr konkret aus meinem Glauben heraus. Am Ende war die Antwort auf die Frage der Bedeutung für mich dann doch recht einfach. Ich darf es einmal die doppelte Weihnachtsbotschaft nennen, die mich so sehr fasziniert und berührt. Zum einen sind da die beruhigenden Worte des Engels gegenüber Maria und den Hirten auf den Feldern. Fürchte dich nicht, beziehungsweise fürchtet euch nicht. Diese zutiefst beruhigende, angstnehmende Botschaft, der vielleicht schönste Satz in der Bibel. Kein "Ich will, dass ihr in Panik geratet", sondern eine angst- und sorgenehmende Botschaft. Ich habe einmal gelesen, dass es in der Bibel wohl genau 365 Mal "fürchte dich nicht" beziehungsweise "fürchtet euch nicht" heißt. Sozusagen für jeden Tag des Jahres einmal. Das ist wohl übertrieben, aber es kommt tatsächlich mehr als 100 Mal vor. Gott will, dass wir keine Angst haben und unser Leben in Zuversicht und im Vertrauen auf seine Gnade leben können. Der zweite Teil meiner Weihnachtsbotschaft, meiner doppelten Weihnachtsbotschaft, ist die Botschaft Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Diese großartige Botschaft bringt in wenigen Worten den Charakter des Christentums zum Ausdruck. Es ist der Ausdruck der Liebe Gottes zu uns Menschen. Diese Botschaft ist es, die zumindest für mich so viel Wärme ausstrahlt und die Geburt unseres Herrn für uns alle, die wir an Gott glauben, zu einem Fest der Liebe und übergroßen Freude macht. Ich weiß nicht, ob Sie vor kurzem das Kammerspiel Gott im Fernsehen gesehen haben. Es behandelte die Frage nach der Legitimation der aktiven Sterbehilfe, selbst für einen zwar älteren, aber doch kerngesunden Menschen. Und Sie erinnern sich sicherlich in diesem Zusammenhang an das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. In diesem Kammerspiel war auch ein katholischer Bischof als Sachverständiger, als Berater eingeladen. Und er formulierte sehr angemessen und bewegend, unter anderem auch, dass das Christentum eine Religion des Leidens sei. Auch Jesus ist am Kreuz leidvoll gestorben. Ich aber würde es eher so formulieren, dass das Christentum darum weiß, dass menschliches Leben auch Leid beinhaltet oder eben Leid Teil unseres Lebens ist. Unsere Antwort auf dieses Leid aber die Liebe ist. Und wir es daher schaffen können, Leid mit und durch Liebe zu ertragen und überwinden zu können. Deswegen ist das Christentum für mich eine Religion der absoluten Liebe und des Füreinander-Daseins. Die doppelte Weihnachtsbotschaft macht das für mich sehr deutlich. Fürchte dich nicht und der Friede sei mit dir. Die Adventszeit hilft mir immer wieder neu, mir diese großartige Botschaft bewusst zu machen. Die Wärme und Freude der Advents- und Weihnachtszeit können wir auch in vielen Filmen, in der Musik oder der Literatur erleben. Und so möchte ich zum Schluss ein Gedicht von Hans-Dieter Hüsch vorlesen. Dezemberpsalm. Mit fester Freude lauf ich durch die Gegend, mal durch die Stadt, mal einen Fluss entlang. Jesus kommt, der Freund der Kinder und der Tiere. Ich gehe völlig anders.
Ich grüße freundlich, möchte alle Welt berühren. Mach dich fein, Jesus kommt. Schmück dein Gesicht, schmücke dein Haus und deinen Garten. Mein Herz schlägt ungemein, macht Sprünge. Mein Auge lacht und färbt sich, voll mit Glück. Jesus kommt, alles wird gut. Das wünsche ich Ihnen und euch in dieser schwierigen Zeit.